Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei South Park, der Stab der Wahrheit. Letztes Mal haben wir herausgefunden, dass es beim lokalen Dealer am besten schmeckt, dass Mr. Kim eine ziemlich gute Unterstützung ist. Und für dieses Mal haben wir auch eine ziemlich lange Liste an Dingen, die wir noch tun müssten und natürlich auch tun wollen. Weil ich das jetzt schon... Weil ich das jetzt schon relativ lange aufgeschoben habe, werden wir allerdings erstmal mit dem Hauptquest weitermachen und zu Cartman zurückkehren. Was wir, glaube ich, mit Schnellreiseflagge direkt in den Garten tun können. Cartmans Haus. Einmal bitte. Und da sind wir auch schon. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. We have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn Dragon Shout. Dragon Shout. Okay. Wir könnten aber vorher vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. Hallo? Keiner da. Schade eigentlich. At first I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. KKK. Kuckucks Clan. Würde passen zu Cartman. Du hast schon so die allerbesten Klamotten. Ja, dann wollen wir mal. Okay. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you and... Dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. What? Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Huh? Hold. Hold. My God, that was incredible. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Okay. That was fucking hilarious. Scheint mir recht einfach zu sein eigentlich. That was fucking awesome. Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. Gut, auf jeden Fall hat der Kenny erstmal erfolgreich verarscht. Kenny ist ziemlich sauer. Cartman ist gut drauf. Dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls. Okay, seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Okay. Ja, wir können jetzt furzen, also Magie verwenden. Coole Sache. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Hey, Kenny unterstützt uns jetzt. How may I be of service? Naja, ich möchte here meinen Schrott verkaufen. Verkaufen. Ja, eigentlich alles. Oh, ich hab zu viel Zeug. Aber zumindest habe ich dann gleich wieder eine Menge Geld. Und Geld ist gut. Vor allem die Ziege, die bringt eine Menge Geld. Kann sich Cartman dann in den Garten stellen. Feinheiten. Könnte man das auch verkaufen? Naja gut, das können wir mal behalten. Ist ja jetzt nicht so. Ausrüstung. Also, das Trägerhemd brauchen wir sicherlich nicht mehr. Das auch nicht. Und auch die Gasmaske ist, denke ich, nicht so interessant. Die anderen Sachen behalten wir einfach erstmal.
Waffen. Was wir nicht mehr brauchen, ist der Zauberstab. Die Keule brauchen wir nicht, weil die ist sonst auch nicht so das Wahre. Und der Luschenbogen, der kann auch weg. Der Mongolenbogen. Stark gegen Rüstung. Vielleicht sollte man dem Mongolenbogen einfach auch mal eine Chance geben. Das wollen wir gleich mal machen. Erinnert mich mal dran. Nein, ich mach das. Ich erinnere mich selber dran. So, das ist alles soweit in Ordnung. Okay. So, wir könnten jetzt auch die Waffen... Ah ja. Hammer des Noobs. Okay. Krummsegel des Kriegers. Blitzstab. Irgendwie eine ehemalige Antenne oder sowas. Ja, der Hammer des Noobs, der wäre schon was. Zweihandhammer. Hat aber sonst gar nichts extra. Ja, die Frage ist halt auch, brauchen wir das wirklich, weil... Was? Was ist das? Sichelschwert des Gläubigen. Okay. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ausrüstung? Da kann man leider noch nichts von benutzen. Braucht man eigentlich auch eher so alles nicht. Fügt bei perfekten Angriffen Feuer- und Schockschaden hinzu. Da kann man noch nichts sonst benutzen. Ich muss gerade mal gucken, was unser Knüppel hier eigentlich kann. 18 bis 26, das dürfte weniger sein. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ablegen. Und wir werden das mal ersetzen, einfach durch den Bogen. So. Mal schauen, was der kann. Der Knüppel. Können wir den ablegen? Können wir gar nicht. Also 18 bis 26 und 2 Angriffe. Also 26 bis 2. Ich möchte mir noch den Knüppel. Jo, der ist definitiv besser. Dann würde ich sagen, wir holen uns einfach mal den Hammer. Tun wir's, wir haben die Kohle, ja. Dann können wir das hier auch gleich verkaufen. Und wir haben keinen Sticker mehr dafür. Gut. Damit wäre das dann wohl auch erledigt. Ich möchte was antreten. Verkaufen möchte ich was. Und zwar den Knüppel. Die Dartpfeile behalten wir nochmal. Ich weiß noch nicht, ob das ein Kostüm flicken. Feuerschaden oder Schockschaden? Wir nehmen mal den Feuerschaden. Das machen wir einfach an den Hammer dran. Hobbidi-bop. Hey, cool. Wenn das nicht stylisch ist, dann weiß ich es auch nicht. Neue Nachricht vom Bar Brady. Wir haben 8 neue Freunde. Wo sind das viele? Annie, Esther, Mrs. Biggle, Mrs. Marshmilly, Tweak, Francis und Officer Bar Brady. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen neuen Freund gefunden. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Ja, der hat ja irgendwann mal spät nachträglich noch schreiben und lesen gelernt. Verschwörungsartikel, woher du weißt, dass du verfolgt wirst, Abhörgeräte, wem kannst du trauen, sind die Eltern eingeweint? Ah, das wollte ich gar nicht posten, wie lösche ich das? Ja, sehr gut. Also, Quests, nachsitzen, begib dich zur Schule und finde Craig, Schweinebärmann, am Wetterhahn, wo auch immer der ist, Brandgefahrmesser ist beim Teich. Großwildjagd mit Jim, oder haben wir irgendwie ja, den Hund bisher, nur ist nicht so viel. Finde Jesus. Mr. Sklaves Paket, wo ist, wohnt denn Mr. Sklave? Da. Da hätten wir einfach nur rechts... Hä, sind wir da nicht schon mal vorbeigekommen? Ich weiß es gar nicht. Wie auch immer, der Timmy Express, Versteckspiel, ja, da müssen wir dann halt mal gucken. Also, wir könnten jetzt Folgendes tun, und zwar gehen wir einfach hier lang. Kommen, ist da noch eine Fahne irgendwo? Hier ist eine, da ist eine. Dann nehmen wir den Timmy Express hier hin, geben das ab, dann gehen wir nach oben, gucken mal, ob wir Jesus in der Kirche finden, bringen das Brandding an und gehen dann runter zur Schule. Bam! Wege verbinden, das hat schon Gott immer gesagt. So, Mutti ist eh die Beste. Und das sage ich nicht einfach so, das meine ich wirklich. So, Sekunde mal kurz. Jetzt gerade mal das Fenster zu machen. Vorhin war es schön warm, aber mittlerweile wird es echt schon wieder ein bisschen kalt hier.
Ich habe jetzt zwei Begleiter. Drücke P, um sie zu wechseln. Okay. Was ich mich jetzt gerade frage, ist folgendes. Brennen Fürze? Wie benutze ich das? Okay, also muss ich mich umdrehen oder wie? Hä? Wieso dreht er sich denn? How did your ass learn such incredible magic so easily? Cool, also Feuer-Dings. Weil ich habe schon oben diese Dinger gesehen, dass wo so ein Chimpokémon eingefroren war mit einer Lampe daneben. Wow, Mana-Tank. Dubstep-Perücke, cool. Zusätzlichen Schaden, alles nehmen. Also müssen wir jetzt auf alles achten, was Flammen hat. Ja, jetzt wechsle ich halt, damit diese doofe Einblendung da weggeht. Dann gib mir halt Kenny, mein Gott. So. Dankeschön. So, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Wo wollte ich denn überhaupt hin? Ich bin doch hier falsch, oder? Genau, ich wollte nämlich erst noch zu dem sein Haus da. Da hätte ich reingehen sollen. Ah! Goddammit. Was ist das eigentlich für eine Flagge da oben, die unter der amerikanischen haben? So, hier müssen wir doch richtig sein, oder? Das sieht da so nach... nach irgendwie Weltraum aus. Keine Ahnung. Ja, da waren wir auch offensichtlich schon mal. Hier ist alles ausgeplündert. Genau, da ist das Bild. Perfekt. Dann bekommst du jetzt dein iPad zurück. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. Spock-Zitate. Rakete der Verlangsamung. Waffe. Cool. Was bringt die? Lass mal sehen. Hof verdichtet und über Nacht im Tiefkühlfach gelagert. 93 Schaden. Verlangsamt dein Ziel bei einem perfekten Treffer. Trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Können wir aber leider noch nicht nehmen. Insofern gesehen stellt sich die Frage nicht, ob wir den Bogen dafür wirklich hergeben wollen. Außerdem haben wir den Bogen ja eh noch nicht Probe gefahren. Also, mal schauen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar lustige Elfen hier irgendwo. So. Und jetzt wollte ich wie laufen. Ich habe schon wieder vergessen. Es ist echt... schlimm. Genau, erst nach oben. Wir gehen erst nach oben, gehen zur Kirche, gehen zum Teich und dann kommen wir wieder hier runter. I don't even like donuts. That's the sad truth. Ah, das haben sich gerade Testobjekte für unseren neuen Bogen gefunden. Der hat eine Hacke. Du hast jetzt gelernt, wie man den Drachenschrei benutzt. Du kannst... kann... was? Da du jetzt gelernt... ach verdammt! Ach was, ich hab's nicht... Wenn du deine Waffe blinkt, klick der linken Maustaste, um anzugreifen mit der rechten Maustaste für einen Machtangriff oder drücke F, um zu furzen. F. Dann machen wir erstmal den Bogenschützen kaputt. Die Jungen sind auch ein bisschen stärker geworden hier. Hey! Doch gedrückt! Okay, was kann denn Kenny? Verzauberung. Oh, Verzauberung. Was? Was ist das denn? Oh Gott. Was haben wir denn hier an Fähigkeiten? Königlicher Kuss. Kenny knutscht deine Feinde ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Pelzige Freunde, Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur mit ihrer Schönheit und dann sendet sie gegen deine Feinde. Dass da das mehr kostet, nehmen wir mal das. Drücke A und D. Singt ein Lied? Okay, jetzt kommen die. Okay. Schüttel. Ich gebe alles. Ich hab doch gedrückt! Ich mag diese Steuerung nicht. Aber immerhin, was ganz lustig, was da so passiert ist. Verdammt.
Was für ein Misserfolg. Heilung. Wir müssen viel mehr üben. Wie geht das jetzt mit diesem Furz? Ich verstehe das nicht. Meiner. Man, I could be watching TV right now. Ach, du musst beides machen. So geht das. In your face. Aha. Nochmal ausprobieren. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Perfekt. Hat nur Kenny das Leben gekostet, aber hey. Das kommt schon mal vor. Der kommt wieder. So. Ups, Entschuldigung, das war nicht mal Absicht. So, da ist die Kirche. Dann marschieren wir jetzt aber erstmal. Hä? Da war ich doch schon mal, oder? Wieso habe ich das jetzt erst freigeschaltet? So, hier war irgendwo dieses Branddingens. Da war ich doch auch schon. Hier. Jawohl. Super. Schweinebärmann-Sensor. Missionsziel erfüllt. Platziere den Schweinebärmann-Sensor. So, und jetzt wird man mal bei der Kirche vorbeigucken, weil wir Jesus finden müssen. Dann gehen wir mal ein bisschen beten oder so. Was? Oh, dafür haben wir Jesus gefunden. War ja nicht so schwer, aber ich möchte gerne nochmal hier hinten rein. Mal schauen, was es da so Schönes gibt. Der lacht immer noch da hinten. Glaube plus 1, Leinen in Jugendgröße. Okay. St. Petrus, ja, da gab es auch so eine Folge. Untersuchen, jeder Angriff sorgt 10 TP von dem Ziel ab, auch nicht schlecht. So, und jetzt tun wir mal Jesus ein bisschen finden. Welche Reihe waren das jetzt? Die hier? Nein, nicht die hier. Aber netterweise. Hallo Jesus. Next time finding me won't be so easy. Kehr zu Priester Maxis zurück. Ich dachte, das reicht, wenn ich den einfach so finde. Priester... Schon wieder? Ich will diesen Kampf nicht. Ich bin grundsätzlich erstmal Pazifist. Wir nehmen aber trotzdem jetzt mal den Hammer. Einfach auch um das... Ach, da kann man das auch mitmachen. Zu spät? Warum? Puh! Ja... Verzauber den mal. Ja, da muss man auch nichts machen, das ist gut. Kann man nämlich nichts falsch machen. Das ist ein Scheiß. So... Wir können auch die pelzigen Freunde nochmal probieren. Gell, Kenny? Was meinst du? Ich schüttel doch, ich tue alles! Hat geklappt! Yay! Wow, geil. Ich hab doch Also. Das war jetzt Absicht, ich möchte es nochmal ausprobieren. Ach, Mann. Oh nein, er ist tot. Ach Mann. Level 4, juhu. Das ist halt auch mit, ich weiß nicht, ob das mit dem Gamepad wirklich besser funktioniert. Fähigkeiten nehme ich an, oder? Dann machen wir hier direkt nämlich weiter. Hier geht's noch nicht.
Das recht unproblematisch dann. Zwei Vorteile verfügbar. Cool. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Ich muss mir das jetzt wahrscheinlich jedes Mal durchlesen. Sind zusätzlichen Schaden zu. Mit Distanzwaffen, wenn du schwer verletzt bist. Maximale MP erhöht sich um 20%. Wow. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall haben will. Als Magier. Deine magischen Angriffe mit Nah- und Distanzwaffen. Ach, das ist so, das ist die Furzgeschichte. Die Bluten. Mit Nahkampfwaffen. Ich merke mal das mit den Debuffs. Weil das doch recht nervig ist. I know you weren't supposed to give money to panhandlers, but this vice president kept accosting me and I felt so bad for him. Elko. So, Maxi, sie war jetzt hier, ne? Do not despair, for many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Okay. Find Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Also, jetzt nochmal. Kein Thema, machen wir. Wo es letztes Mal ja auch so schwer war, dann bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Mal auch hinbekommen. So, dann auf. Das letzte Mal habe ich das Licht ausgemacht, dann habe ich ihn gesehen. Wo war er denn? War er hier? Oder ist er jetzt wirklich woanders? Da war ich doch eben schon dran, da wollte ich doch gar nicht hin. Hier hin wollte ich. Wo ist er denn? Hat er sich jetzt echt irgendwo anders versteckt? Nee, er muss hier irgendwo sein. Was ist das? Well done, my son. I hope you okay. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Okay. Rosenkranz. Okay, also können wir jetzt Jesus herbeirufen. Neue Nachricht von Priester Maxis. Wir haben drei neue Freunde. Jesus, Priester Maxis und Kevin Stoli. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn. Aber sei immer wachsam, denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. Jesus gefällt das, mein Gott. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen gerade noch einen Übungskampf gegen unsere Freunde aus dem Wald hier. Die ja anscheinend mehr oder weniger random spawnen. Ich möchte das gerne noch hinbekommen mit diesem Hammer hier. Also, drücken. Der linken Maustaste, um anzugreifen. Mit der rechten Maustaste. Ich drücke F. Aber ich habe doch F gedrückt, dann macht er genau gar nichts. Ich glaube, es hat funktioniert. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, dann verzauber mal wieder. Ja. Ein Traum wird wahr. So, dann holen wir nochmal die Freunde aus dem Wald. Ich tu doch schon. Oh Gott. Ziemlich coole Sache eigentlich. Du stirbst, glaube ich, eh gleich. Genau. Da war... Oh Gott, ich und Konton, ey. Den knallen wir jetzt mit unserem Bogen ab. Ja, hervorragend.
Super. Ja, also das ist etwas schwierig irgendwie, finde ich. Aber, ja. Wahrscheinlich ist es auch die große Herausforderung, einfach hier die richtigen Tasten zur richtigen Zeit zu drücken. So, damit haben wir es jetzt leider nicht so ganz geschafft, hier alles zu erreichen. Aber wir sind auf einem guten Weg und auch wir haben jetzt Jesus und wir werden uns dann nächste Folge zur Schule begeben. Aber eben erst nächste Folge. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.